Du Ja. bist jetzt die TikTok-Fitna-Königin des Königs. Und Ich habe das mit beim Fitna König nichts zu Engel. tun, aber es ist einfach nur Du die bist das Wahrheit. verkörperte Fitna. Nein, es hat nichts mit Fitna zu tun. Es ist meine Meinung, Thomas. Es ist meine Deine Meinung, Meinung was ist ich von dir. Fitna. Ja, weil du mit der Meinung nicht klarkommst. Deswegen. Wieder Jeder hat seine Meinung. Jeder kann sich äußern und denken und reden, was er Thomas, möchte. Thomas, ich habe eine Frage, ehrlich, okay? Du Na, liegst ja im doch, Bett, hat sie ne? doch. Thomas, du liegst doch im Bett. Nein. Eure Hoheit. Bist du schon aufgestanden? Tommy! Guck, er kann nicht reden. Ich lass ihn gerade brennen, das ist alles. Ich lasse ihn brennen, damit er merkt, wie dumm er ist. Er meint einfach immer noch nicht, dass er strutzdumm ist. Das ist alles. Und deswegen schweige ich manchmal. Das ist alles. Aber ich komme Thomas, auch heute mit. lade ich dich nochmal Ich und du hatte es musst mit das 10 Uhr rein, alles Landesregierungen klar. und Behörden zu tun, also bin ich Strutzdummheit gewöhnt, verstehst? Ja. Thomas, wir sind ja später in deine Sendung dann und später kommst du 10 Uhr nochmal bei mir als Gast und dann kommen einige Gäste. Nee, also das weiß ich jetzt nicht. Ich bin nach dem Tamtäns immer sehr erschöpft. Das ist sehr anstrengend. Ja, du musst dich ja ein bisschen hinlegen und danach kannst du ja so mit Ding kommen nach Dundance, okay? Auf Wir jeden werden Fall. sehen, Sehen. also. Also, ich und Tommy sind jetzt auf jeden Fall beste TikTok-Freunde, König Thomas, und wir helfen uns gegenseitig, der wird auch nie wieder gesperrt. Und Elsro, keine Show, bitte keine Show. Zeig Schade, es ist einfach. keine Show. Er ist in meinen Augen ein Pädophiler. Er soll sich Nein, halten, sag seine doch keine eigenen Show, Beweise. keine Zack, nein, Show. Das ist sogar unser keine König. Show ohne Halt, er ist Beweise. keine Kein König. Show. Nach ist der König. Wo lebt Der ist der unser ja? König. Warte doch. Thomas, bist du ein König? Das ist unsere Ich bin Majestät. ein König. absolut, ich Ja, bin ein aber. absoluter König. Ich, Ja. natürlich. Bin der einzig echt, ich bin die höchste spirituelle Ja. Autorität des deutschsprachigen Da, wo die Europas. Mumien erschöpft wurden, war er schon da. In diesem Mittelalter ist Wie er. kannst du unseren König beleidigen? Ja, Keine weil Show, er. Also, bitte. Sie Liebt mich. Sie liebt mich. Ich wusste, sie liebt mich. Das ist alles. Sie hat sich in mich verknallt und sie kann sich nicht eingestehen. Mehr ist nicht passiert. Das ist der Klassiker. So macht eine echte Frau, dass sie sagt, ich liebe dich, Mann. Das ist ihre Art zu sagen, ich liebe dich. Ganz klar. Ja, was sie schmeckt, das liebt sie, Thomas. Sie ist nicht ohne Natürlich. Grund hier drinne, Tommy. Ah ja. Tommy, wir beide sind doch alte Schulkameraden, Tommy. Du warst doch früher mein Lehrer. Thomas, was für Leben, in welcher Welt lebst du? Also mach Wer einmal will Herz. sowas Abgeschrumpftes wie dich Mach leben? einmal Herz 5 einmal. Was ist Herz 5? Einfach nur die Handfläche in die Kamera. Okay, warte, Hand. ich mache. Okay, Herz 5, ne? Ich zeige. Okay, so hier? Ja. Ja, genau so. Okay. Dumme, mach du Habe mal ich an. richtig Dumme. gemacht? Ja? Mach du mal Herz 5. Warte. Guckst du den Thomas oft, Dumme? Ich bin mit. Privat oder was? Nee, auf TikTok. Thomas, kannst du uns durchfolgen? Nur Engel hat er doch gesagt. Dann muss er erstmal Herz 5 machen. Muss Respekt zeigen. Jetzt schweigt er wieder, jetzt Richtig. tut er wieder negative Energie wegmachen von Ja, Elsro. echt so. Also. Elsro, kannst du mich mal auflegen? Ich wurde Ja! gestern angeschossen. Kannst du mir das Kugel raustun? Also, ich muss einmal bei der Arbeit. Engel, Alter. Elsro, Prinzessin, ich wurde gestern angeschossen. Kannst du mir das Kugel raustun? Ich heile dich. Thomas? Ja. Bist du noch da? Ja, klar. Ja. Wieso sagst du nichts mehr? Weil ich Ja, nicht mehr reden kann, weil wir recht haben. Göttler, nicht mehr. du hast es gesagt, was ich mache. Ich mache gerade was mit euch und läuft alles super, alles gut. Wir schreiben gerade TikTok-Geschichte und die Königin ist da oben. Na? Nein, Rosa, das war Die vom Dienstzimmer, Königin. die Klingel. Die Boah, hat die geklingelt. Königin, das heißt, du bist eine Frau. Thomas, ging aber schnell. Ja klar, die verliert keine Zeit, hast du doch gesehen, kam rein, Frauenstift, ne? Liebeserklärung gesprochen und alles war passiert, ne? Sofort verheiratet. Bestimmt, Thomas, Elstrom wollte immer bei dir tanzen, du hast sie nicht angenommen, deswegen ist sie so, oder?
Sie ist wunderschön. Schade. Aber die wollte bestimmt in deiner Show tanzen und Gott, du hast sie nicht Charles angenommen. Schade, hör auf. Mach das ja, nicht safe mit mir. Bin im Leapner. Jetzt wird sie auch noch verlegen. Jetzt zeigt sie diese Seite auch noch. Ist sie nicht bezaubernd? Hey, wenn die vorm Richter peinlich steht, dann muss die nur weinen und der Richter Walla, du bist so peinlich, gefällt sie dir? Die ist gefährlich, die Frau. Die ist natürlich gefällt die mir. Die ist top gefährlich. Oh. Da kann man keinen Wunsch ausschlagen. Die guckt dich an und dann. Leute, wir machen Abstimmung. Gut, Thomas und Elstrom gehören zusammen. Blau ist. Ey, Charlie, ab mal. Abstimmung. Rot, sie gehört zusammen, blau ist nein. Kannst du dich mal ganz hinstellen, dass ich dich ganz sehen kann? Bist du 36 oder 38? Körper, Konfektionsgröße, ne? Nicht Alter. Ne? Ja, aber guck mal, Abstimmung ist jetzt schon eindeutig. Ihr gehört einfach zusammen. Ja, denkt ihr, dass ich pädophil bin, wenn ich mich mit ihr einlasse? Nein, die ist ja über 18, gell? Ich denke, sie ist wesentlich jünger wie ich, aber vom Geist passt sie zu mir, weil da ist sie älter wie ich, die ist viel altmodischer wie ich, ne? Also, dann verstehst du nicht seine Show, jetzt ehrlich? Wie? Er schreibt ja nicht mal mit den Frauen oder redet mit denen. Darum geht es, es geht darum, er ist in meinen Augen ein älterer Herr, Rentner, der sich an kleine Kinder vergreift oder versucht es. Er lädt den Teil. Er geilt sich auf, wenn die Kinder tanzen. Die Kinder müssen die Kamera so hinstellen. Kannst du mal vormachen? Kannst du mal zeigen? Thomas, mach doch! Zeig doch! Thomas, du bist echt einer, gell? Thomas, schmeiß das Keyboard an. Du profitierst das auch richtig hinaus, Thomas, gell? Super. Ja. Einfach klasse. Aber ich glaube, du hast im Leben gelernt, was dir gefällt zu nehmen, gell? Nee, anzunehmen. Also, ich habe gelernt, nicht alles zu nehmen, was mir gefällt. Das fällt mir am schwersten. Wirklich. Ey, Thomas, ich sag dir jetzt eine Sache. Rede anständig. Ich bin nicht ein von diesen Leuten, die für dich tanzen. Werde ich auch niemals machen. Rede anständig, bevor es sag eklig wird. Niemals nie. Schön. Ich sage auch niemals nie, weil aber du ein Stück Scheiße bist in meinen Augen. Ja, Elfrum, es ist eine sehr hohe Form von Liebeserklärung. Elfrum, ich habe viele Frauen gesehen mit Hassliebe, die gestritten haben und danach sich geheiratet haben. Sag niemals nie, Elfrum. Niemals nie. Chare Wagwala, Chare Wat. Elfrum, keine Sorge, es ist nur meine Meinung. Es ist nur meine Meinung. Mich es ist nur deine Meinung, Chare. Bist du Türkin? Ja. Interessiert dich nicht, was ich bin. Doch, interessiert mich. Interessiert dich nicht. Wir sind alle doch gefragt. Was hat es dich zu interessieren, was ich bin? Doch, das interessiert mich. Bist du Türkin? Warum? Interessiert dich nicht. Weil da gibt es die Geschichte von der Irene von Byzant. Und wenn du Türkin bist, kann sein, dass sie in dich einsteigt. Dass es die ist. Thomas, bitte, ich sag eine Sache. Halt bitte deine Fresse. Also pass auf, halt einfach bitte deine dann Fresse. Machen wir so. Sind hier Türken im Stream? Ja, natürlich. Keine Show. Sind hier Türken im Stream? Bist du Türke? Ich bin auch nicht. Ich bin Türke, ja. Also, die Beziehung zwischen den Türken und den Schwaben, ne, die war um 1100. Also um 1100 hat der Kaiser Barbarossa seinen Sohn, den Philipp von Schwaben, mit der Irene von Byzant, also heutiges Istanbul, ne, Osmanische Reich. Und der Kaiser Barbarossa, dem hat alles gehört. Also das war der Kaiser Deutschland bis Italien runter. Da war 1100. Und als er praktisch dann seinen Sohn, den Philipp von Schwaben, mit der Irene von Byzant verheiratet hat, hat er ein Reich aufgestellt, das eben von Istanbul bis zu uns her, bis runter Italien, war ein Reich. Und das wurde über Irene von Byzant. Das juckt kein Mann! Keine Show, Leute. Arbe, keine Show, lass ihn nicht, Arbe, keine Show. Nee, das müssen die Türken wissen, was die Beziehung in Deutschland ist. Und die Irene von Byzant, die war total geliebt. Die hat man geliebt wie die Sissi oder die hat man geliebt wie die Prinzessin Diana.
die hat man total.